Russland hat den USA vorgeworfen, beim Drohnenanschlag auf den Kreml die Fäden gezogen zu haben. Verantwortlich für die Ausführung machte Moskau die Ukraine. Westliche Militärexperten halten es für wahrscheinlich, dass der Vorfall vom Kreml selbst inszeniert wurde, um weitere Kriegshandlungen zu rechtfertigen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Moskau werde mit durchdachten, ausgewogenen Schritten reagieren, die den Interessen Russlands entsprechen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich besorgt. We call Russia not to use this alleged attack as an excuse to continue the escalation of the war. This is what worries us. What worries us is this can be used in order to justify more conscription of people, soldiers, more attacks to Ukraine. Im Süden Russlands brannte zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ein Tanklager. Das Feuer sei durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden, berichtete die russische Staatsagentur TASS. Russland hat bei neuen schweren Drohnenangriffen gegen die Ukraine in der Nacht vornehmlich die Hafenstadt Odessa ins Visier genommen.